Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand und heute mit einem sehr kontroversen Thema, nämlich mit meiner Auffassung, dass Erziehungswissenschaft, Schulen und Lehrer bald überflüssig sein werden. Ja, und das aus einem ganz einfachen Grund. Es hängt ein bisschen mit dem Bild vom Menschen zusammen. Wenn wir denken, dass wir alles besser wissen als unsere Kinder, wenn wir denken, dass wir wissen, was unser Kind braucht und ihm das dann geben und nicht versuchen zu erspüren, was unser Kind braucht und ihm das dann geben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das Bild vom Kind ist im Moment so geprägt, dass es bedürftig ist. Ja? Und das ist es ja natürlich auch im körperlichen Sinne. Und auch braucht es unseren Schutz, natürlich. Aber unser Kind ist nicht bedürftig nach dieser Art Erziehung und es ist auch nicht bedürftig, was seinen Platz im Leben und was seine Ziele, was seine Visionen anbelangt. Unser Kind darf selber wählen, was es mal tun will, wer es sein will und was es mitgebracht hat. Ja? Und wenn die neue Schule oder die neue Bildungslandschaft, die neue Art der Begleitung einfach wir uns anschauen, dann gibt es für mich da zwei wichtige Schlagworte, die das Ganze kennzeichnen, nämlich kindzentriert und herzbasiert. Wenn wir unser Kind in den Mittelpunkt stellen und das, was unser Kind schon mitbringt, denn alle Kinder haben ja unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Resonanzen zu gewissen Themengebieten. Also das merken wir schon bei ganz kleinen Kindern. Ja, manche Kinder machen sich gern schick, andere Kinder tanzen gern, andere Kinder sind sportlich, andere Kinder, also ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Kinder nicht auch sportlich sind, aber sie sind sportbegeistert, ja, und möchten sich immer bewegen und immer Fußball spielen zum Beispiel. Andere finden Dinos toll, andere singen lieber, andere malen lieber und beschäftigen sich mit Kunst und andere erzählen gerne Geschichten, ja, also in jedem Kind brennt ein anderes Feuer. Und wenn wir einfach erkennen, was dieses Feuer ist und dieses Feuer zum Lodern bringen, und zwar auf eine gute Art und Weise, so, dass unser Kind sein Inneres nach außen zeigen kann und dass es präsentieren kann, was es mitgebracht hat, dass wir es dabei unterstützen, die schon angelegten Fähigkeiten zu entwickeln, die ihm Freude bereiten und die dann wiederum auch der Gemeinschaft Freude bereiten, dann brauchen wir all diesen Riesenaufbau nicht. Wir brauchen die Erziehungswissenschaft nicht. Wir brauchen keine Lehrer als solches, ja? Und schon gar nicht wie in der Grundschule, dass jeder Lehrer alle Fächer unterrichten kann, von denen er vielleicht zum Teil, ja, keine Ahnung hat. Und das passiert in der Grundschule tatsächlich. Also ich habe auch Fächer unterrichtet, die ich nicht studiert habe. Ganz zu schweigen davon Fächer, die mir vielleicht auch keine Freude bereitet haben. Und also wir haben es uns dann trotzdem immer schön gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen Kinder, die selber der Magnet sind und sich die Sachen in ihr Leben ziehen, die sie weiterbringen. Also wenn zum Beispiel ein Kind sich für Videodreh interessiert, dann soll es sich einen Experten suchen, der ihm was über Videoschnitt erklärt. Also bei mir ist ja Videoschnitt Record-Button und dann wieder Stopp am Ende. Und ich weiß, es gibt da zwei Lager von YouTubern. Aber ja, ich finde das persönlich besonders schön und für mich stimmig. Und andere machen dann immer so, dass sie immer näher kommen und immer wieder weiter weg und schneiden immer auch viel Sachen raus. Also für mich sind die meisten Videos, ich habe auch manchmal, wenn der Speicherplatz immer alle war, geschnitten, aber nicht gerne. Aber wenn jemand das zum Beispiel machen möchte und damit auch bestimmte Effekte erreichen möchte und merkt, oh, ich komme hier an einen Punkt, da möchte ich hin und da ist aber eine Wand, da brauche ich Hilfe. Und dann hole ich mir einen Experten. Und dann springe ich mit dem Experten zusammen darüber. Und dann sage ich auch wieder auf Wiedersehen, Experte, ich habe jetzt alles gelernt, was du mir zu
zeigen hast und jetzt kann ich mir noch neue Experten suchen oder jetzt bin ich wieder an einem anderen Thema mehr dran und nutze aber das Wissen weiter. Also diese Überlegung, dass zum Beispiel ein Lehrer 4 Jahre lang für eine Gruppe von 30 Kindern zuständig ist oder ein paar weniger, die ist einfach total obsolet. Ja. Im Moment fällt vielen Menschen noch schwer, sich vorzustellen, wie sowas funktionieren kann. Sowas könnte zum Beispiel funktionieren durch ein Kurssystem, aber allen Kindern auch zur gleichen Zeit das Gleiche beibringen zu wollen, das brauchen wir nicht mehr. Und das bringt unsere Kinder nicht weiter. Das ist eigentlich eine reine Zeitverschwendung. Ja? Und wenn wir davon ausgehen, dass Kinder immer das machen, was ihr inneres Feuer anfacht und was ihnen Freude bereitet, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen über Konzentrationsspanne und wie wir die erweitern können. Dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen über Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, denn meine Vierjährige kann sich schon länger konzentrieren als ein Drittklässler, den ein Thema nicht interessiert. Ja, und das ist einfach der Punkt. Wenn unsere Kinder ein Thema interessiert, dann bleiben sie auch dran. Und dann müssen wir keine Konzentrationsspiele mit ihnen machen. Dann können wir uns so viel sparen. Auch dieser ganze Aufbau der Lehrerausbildung, dieser ganze Methodenwechsel, diese Unterrichtsphasen und dass man immer Sozialformen abwechselt und dies macht und das macht, es ist ein reines Kunstprodukt. Wir brauchen das nicht, wenn Kinder motiviert sind, etwas zu lernen. Dann werden die das, ich sage es jetzt mal ganz salopp, dann werden die das vom langweiligsten Lehrer aufsaugen, weil es ihnen Spaß macht. Und dann brauchen sie keinen Methodenwechsel und dann brauchen sie kein Feuerwerk an didaktischen Herangehensweisen. Diese ganzen Dinge sind natürlich hilfreich. Klar, es ist schön, wenn jemand gut erklären kann und dann geht es leichter und schneller. Aber es ist im Prinzip diese ganze Erziehungswissenschaft für mich, meine Meinung, ist darauf aufgebaut, Kinder zu einem falschen Zeitpunkt für viele, nicht für alle. Also es kann schon durchaus sein, wenn ich eine Klasse von 25 Kindern habe, dass es einen zufällig interessiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema, was ich mitbringe morgens in die Klasse, alle Kinder interessiert, die geht gleich null. So, also haben wir unsere Erziehungswissenschaft dafür, Kindern zu einem falschen Zeitpunkt etwas beizubringen, was sie nicht interessiert. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Ja, wie können wir die Kinder denn bei der Stange halten? Wie lange kann sich denn ein 7-jähriges Kind konzentrieren? Wie lange kann sich ein 8-jähriges Kind konzentrieren? Das ist alles Quatsch. Wenn Kinder motiviert sind, dann können die sich den ganzen Tag lang konzentrieren. Habt ihr schon mal Kleinkinder beobachtet? Wie oft die Dinge wieder versuchen? Wie lange die bei der Sache bleiben. So lange bleibt kein Schulkind bei irgendeiner Aufgabe. Das ist einfach so. Und wenn wir das erkennen, diese große Effektivität, die Menschen erreichen können, wenn sie das tun dürfen, was sie tun wollen, dann werden wir nie wieder etwas anderes machen wollen. Dann werden wir endlich erkennen, dass es ein totaler Wahnwitz ist, Kindern zu einem fremdbestimmten Zeitpunkt Dinge aufs Auge zu drücken, die sie nicht wollen, die ihnen keine Freude machen, die sie nicht brauchen im Moment. Und dann wird sich alles auflockern und dann werden Lehrer oder Eltern einfach zu Unterstützern, zu Begleitern. Dann müssen wir nicht schon anfangen. Ich hatte mal eine Bekannte, die dann schon angefangen hat, ihrer zweijährigen kleines Lego zu geben, das Kleine, ne? Nicht das Duplo, um die Feinmotorik zu schulen, damit sie ja bloß überall mitkommt. Aber jedes Kind hat seinen eigenen Fahrplan. Jedes Kind hat seine eigenen Zeitpunkte. Und jedes Kind braucht Dinge zu einem anderen Moment. Wir Erwachsenen, wir machen ja auch nicht, wenn wir zum Beispiel gerade gerne tanzen lernen wollen, erstmal, weil man als guter erwachsener Mensch auch kochen können muss, erstmal einen Kochkurs, einen Nähkurs. Wir machen das, was wir wollen. Und das können wir auch für unsere Kinder Schritt für Schritt erreichen. Viele Eltern machen sich auf,
Es ist sehr angstbehaftet, das ist mir klar, weil viele Leute denken, ja, dann lernen ja die Kinder niemals lesen. Kinder haben keine Lust, lesen zu lernen. Oh doch, Kinder haben Lust, lesen zu lernen. Nur nicht eben alle mit 7 Jahren. Und nur nicht alle in einem Zeitpunkt, der den Erwachsenen noch sicher erscheint, sodass sie nicht irgendwann als Analphabeten enden. Kinder lernen dann lesen, wenn sie es für ihre Freude brauchen. Wenn das zum Beispiel wieder diese Wand ist, okay, ich interessiere mich jetzt für dieses und jenes Computerspiel, ich interessiere mich für Geschichte, ich interessiere mich für dies und jenes. Und ich merke aber, Mama und Papa haben jetzt nicht immer Lust, mir alles vorzulesen, und ich möchte aber so viel wissen. Und sie merken das irgendwann, und wenn es mit 11 ist und wenn es mit 12 ist. Und dann kommen sie dahin und sagen, ich möchte jetzt lesen lernen. Oder die Freunde spielen ein Spiel, wo man lesen muss. Ja, diese Motivationen sind so viel stärker. Und dann gehen sie zum Lehrer, zum Begleiter, zum Kursleiter und springen darüber und lernen das, und manchmal in einem Fingerschnipp. Und müssen nicht ewig lange irgendwelche A's schreiben, B's schreiben, und müssen sich nicht ihre frühe Kindheit schon so kaputt machen, indem sie nur auf Stühlen sitzen, ja? Und dafür müssen wir natürlich unsere Welt wieder für die Kinder öffnen, die wir im Prinzip im Moment isolieren und abrichten. Rein auf Funktionalität getrimmt, ohne Widerworte am besten auch. Und es ist so unendlich wichtig, dass wir das endlich verstehen, was das für ein barbarischer Akt im Prinzip ist, unsere Kinder in diese Schulen zu zwingen, mit zum Teil, also es ist nicht immer so, aber zum Teil mit Lehrern, die sie überhaupt nicht mögen, und ihnen Sachen beizubringen, die mit ihrer Lebenswelt nur das zu tun haben, dass in ihrer Lebenswelt ein Kultusministerium existiert, was einen Lehrplan erschaffen hat, und dass in ihrem Land eine Schulpflicht herrscht, die sie dazu veranlasst, jetzt zu diesem Punkt das zu lernen. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Kraft. Ihr habt es schon verstanden, wie ihr so ein Video anklickt. Ja, ihr habt es verstanden. Bleibt auf eurem Weg. Es ist der richtige Weg. Wir verschenken so viele Jahre. Wenn ich mir überlege, hätte ich damals, als ich jeden Tag irgendwelche sinnlosen Fakten mir reingeprügelt habe über Geschichte und Biologie, einfach Zeit gehabt, meine Lieder zu schreiben, tausende Instrumente zu lernen. Ich hätte Lust auf all das gehabt, aber ich war dann einfach mental und körperlich ausgelaugt schon von dieser Schule, die ja teilweise 6, 7 Stunden ging am Tag dann in der Sekundarstufe. Und ja, nicht auszudenken. Und das können wir doch unseren Kindern ersparen. Ja? Und in diesem Sinne, teilt das Video unheimlich gerne auch an Lehrer, an Leute, die jetzt umdenken dürfen, die ihr Ego mal nach hinten stellen dürfen und mal schauen dürfen, okay, wie können wir das machen? Wie können wir jetzt für unsere Kinder schon mehr in Richtung Kindzentriertheit gehen? Nämlich auch mehr Bewegung. Wie können wir jetzt mehr in Richtung herzbasiertes Lernen gehen? Nämlich, dass wir wirklich die Kinder berühren, ja? Und berühren kann man jemanden, indem man ihm gibt, was ihn begeistert. Und nicht vorgibt, was ihn zu begeistern hat gerade, ja? Also, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, dass du bis hierher zugeguckt hast. Wie gesagt, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über all eure schönen Kommentare. Und teilen ist im Moment super wichtig für meinen Kanal. Also, in diesem Sinne, wenn ihr das machen würdet, wäre super. Und gerne in euren Gruppen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, eure Julia. Ciao.